Ah, Lösegeld. Nee, danke. Damit haben wir eine neue Stadt. Werden wir natürlich ausradieren, habe ich schon gesagt. Boah, die Stadt hat richtig Laune gemacht. Richtig nice. Zack, 14.000 in der Tasche. Baue gerne nochmal ein bisschen was aus hier. So, und dann... Ja, du bist nicht loyal, das ist das Problem, ne? Du hättest normalerweise die Armee übernommen und die würde ich die Armee auch immer noch geben wollen. Aber die anderen werden halt in den nächsten Runden wahrscheinlich auch draufgehen. Das ist ein Problem. Ja, du könntest mitkommen. Wobei, ich möchte auch gerne, dass du deine eigene Armee hast. Geh du mal nach Bran, bitte. Und mach dir da mal eine neue Armee fertig, bitte. Okay. Das hat Laune gemacht. Nächste Runde. Ja, mach ruhig den Priester weg, wenn es sein muss. Die Pickelkette habe ich ja ausgeschaltet. Hier ist erstmal ruhig. Ihr belagert Aleppo. Aleppo ist Zitadelle. Da bin ich relativ confident. Auch wenn wir da nicht so viele Truppen drin haben, wie er dabei hat. Dann greife ich sowieso immer im Nachteil. Davon mal ganz. Ja, ein paar Schiffe. Kommt doch mal her. Kairo wird so halb bewacht. Halytsch wird angegriffen. Halytsch ist aber voll mit Truppen. Also da kann er gar nichts machen. Kannst gerne deine Armeen komplett an mir zerstellen. An der Stadt. Gar kein Problem. Dann können nämlich die beiden Armeen da oben im Norden ganz entspannt nach Kiew zu deiner Hauptstadt laufen. Ich der Letzte, der damit ein Problem hat. Du bist gut, du bist relativ jung noch. Erstmal schauen. Wo bist du? Das ist ja perfekt! Du bist ja perfekt gespawnt. Richtig geil. Ja, dann kommst du mit in die Armee rein. Ich beglückwünsche dich. Warten wir mal noch mal kurz ein bisschen ab. Algier. Antiochia war Stress, ne? Ja. Eine Stadt, die immer Stress macht. Man kennt es doch. Fuck. Damit wir irgendwie schon mal anfangen können. Bringt das noch was? Öffentliches Gesetz. Mach uns erstmal das. Mein Gott. Aleppo bin ich relativ confident. Byzantiner gibt es auch noch. Ah, nett. Guten Tag. Ikonium. Ankara sage ich die ganze Zeit, das ist Ikonium. Nevermind. So, das konnten wir mal auf die schnelle Welle holen. Auch gute Sache. Ja gut, hier können wir jetzt nicht wirklich was fortbilden. Hier warten wir mal ein, zwei Runden ab und gehen dann tatsächlich weiter nach Caesarea. Was war dein Plan? Du solltest... Ah, können wir das schaffen? Eventuell, lass mal probieren. Es kann ja nur schief gehen. Okay. Ja, komm, man kann es ja probieren. Finde ich. So, hier haben wir jetzt ein relativ großes ungarisches Schiff. Da sage ich mal Tschüss. Wird Zeit, dass wir jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, die Flotte ist nur dafür da, um hier erstmal aufzuräumen und ein bisschen was hin und her zu transportieren. So. Wir machen da irgendwie fertig. Ich sag so, wie das. Einmal können wir noch. Mal ein paar Bogenschützen und. Komm, mal wegen nochmal einen Tribok. Und dann greifen wir mal wieder die Papststaaten oben an. Ich will sie da weghaben. Verständlicherweise. Kein Mann der Stunde, schade. Jetzt müssen wir immer noch runter nach Sofia. Attentäter steht noch da, aber ist ein bisschen verschwunden jetzt. Ja, geil. Ich kann jetzt nicht dahin laufen wegen dem Schild. Oder? Doch, kann ich. Perfekt. Hol durch den Typen. Sehr gut. Gute Arbeit. Wenn wir schon mal dabei sind. Hallo, wie gesagt, bin ich für die wohl genug. Ihr geht jetzt nach Kiew. Alter, richtig geilen Armeen am Start. I like it. Brauchst noch ein paar Truppen. Ein bisschen Kavallerie wird dir nicht schaden. Kannst du schon mal losgehen und du kannst dich nochmal was einsammeln. Hast du hier drei Truppen? Hier kriegst du drei Truppen. Man braucht sogar nur zwei hier. Na komm. Passt doch. Das passt doch perfekt. Hier bilden wir weiter fort. Dann würde ich tatsächlich mit dieser Armee hier drinnen gleich. Hier sind relativ viele junge Menschen. Ja, wobei so jung auch nicht mehr. Na, dann geht ihr nach Bulgarien bitte gleich. Genau, da geht ihr danach nach Sakel. Ruhersand füllen wir danach wieder voll, damit die erstmal wieder sicher sind. Du gehst nach Jerewan. Auch eine geile Schlacht. Zwei große Armeen. Oh, das wird auch eine nice Schlacht, ne?
So ein richtiger junger Typ, noch richtig unerfahren, der ist gleich in einer richtig dicken Schlacht drin. Das freut mich doch für ihn. So, Kairo. Können wir sogar direkt rein. Oh, naja, so ein bisschen viel Stress. Ja, wir werden ein bisschen belagern. Können wir sogar noch ein bisschen was nachschicken, damit die Armee noch mal ein bisschen stärker ist. So. Können wir auch mal gucken, ein bisschen was nachstellen, herstellen, wie auch immer. Hier ebenfalls bitte. Dann können wir hier eine Armee für Jeddah vielleicht fertig machen. Damaskus sind auch nochmal richtig viele Truppen. Konium warten wir nochmal ein Ründchen ab. Myrna ist relativ zufrieden. Relativ halt. Rhodos ist halt auch kein Problem, ne? Sind wir mal ehrlich. Ohne Sache von einer Runde. Bran weiter rein. Du kriegst jetzt hier deine Truppen theoretisch. Warte. Alle wieder voll aufgefüllt. Ja, gut, ey. So. Und bitte einmal fortbilden bis zum geht nicht mehr. Ja, der Siegut, der wird auch nicht mehr so lange machen. Es tut mir leid. War das auf deiner Truppenarme eine Runde lang? Ich glaube, dann können wir nicht mehr so viel machen. Hier haben wir noch ein paar Schiffe, die... Ja gut, die fahren jetzt gleich weiter. Bis gleich in Canavaron. Vier Truppen brauchst du doch gleich. Eine ganze Reihe. Eine ganze Reihe waren... ist das immer wieder? 8 Stück. Nee, warte mal. Hä? Ja, 10 ergibt doch viel mehr Sinn. Die kommen mit. Hier kommen wir auch nochmal... Schicken wir schon mal rüber hier einfach, ne? Next round. Ich hab den. Ah, den habe ich auch vergessen. Ja, in Dänemark und unten in Marrakesch. Na gut. Timbuktu belagern wir weiter bis zum Ende, weil das ist schon wichtig, dass wir das schaffen. Weil immer eine Armee ganz nach unten in die, durch die Sahara zu schicken, ist mal ein bisschen nervig. Okay, wir haben Chance, Kairo zu bekommen. Gerade eben sah es nicht so gut aus, als wir direkt angreifen wollten. Wir haben ungefähr gleich viel Männer, die haben ein bisschen mehr. Och, nee. Die haben sich tatsächlich auch Elefanten gegönnt. Söldner, also, ne, kannst ja auch söldnermäßig hier holen. Ja, moin! Was sind denn für Arschlöcher, Digga? Weißt du, das muss ich gestehen, habe ich noch nie gesehen. Bisher habe ich immer nur Timuriden mit Elefanten gesehen oder mich selber halt irgendwann, wenn ich mal welche dann unten in Jeddah gekauft habe. Aber das ist ja asozial. Ja, da werden wir auseinandergenommen, das sind Elefanten. Aber auf einem Schlachtfeld, da habt ihr schon gesehen, gegen die Timuriden, da kannst du knicken. Aber sowas von. Ihr miesen Penner. Also ihr miesen Idioten. Das ist ja schon okay. Okay. Da haben wir wohl mit hartem Zeug zu dienen. Da wird Ketzer wieder am Start. Man kennst, du bist auch gut genug. Du bist in Thorn. Ganz ehrlich, du gehst mit dem. Möchte ich jetzt hier nicht irgendwie verteilen, 100 Jahre, 100 Yards lang oder so, wenn man das nennen will. Mongolen freigelassen. Oh, das ist aber lieb. Richtige Bros sind das. Heißt aber für mich tatsächlich, wir ziehen uns einmal wieder zurück. Da müssen wir nochmal neu und gestärkt hinkommen. Da haben sie uns gerade schon gezeigt, wo der Hammer hängt. Das muss man ihnen lassen. Kein Problem. Wir machen uns wieder bereit für euch. Und hier auch haben wir, glaube ich, einen Agenten hergestellt. Genau. Boah, 24% hat er geschafft. Sehen wir nicht häufig. Du reist noch bis dahin. Nach Kiew mit euch. Alter, hier sind auch noch ein paar volle Armeen, ne? So ist es nicht. Komplett futsch sind die noch nicht. So, Jerewan erstmal belagern. Zack. Ja, Türme sind cooler. Manchmal muss man einfach mal wieder die Türme nehmen. Belagerst bitte noch weiter. Na doch, nee, schaffen wir nicht. Dann brauchen wir nicht weiter belagern. Und damit sind die Mauren weg. Tut mir leid, aber es ist vorbei. Ja, leckt gar nicht, sehr gut. Ich weiß nicht, warum diese Anzeige plötzlich so merkwürdig ist.
I don't know. So, solange du noch jung genug bist, tatsächlich, gehen wir mal weiter. Für Arguin reicht das. Dann ein Rebellendorf, das passt schon dann. Übrigens hier unten auch sehr, sehr gute Ressourcen für Kaufmänner. Ihr seht das hier, Gold. So, hier. Wer ist das Stoßzähne? Ach, wer heißt denn das? Elfenbein. Sklaven haben wir auch hier unten noch. Also geldtechnisch kannst du echt hier einiges rausholen. Apropos geldtechnisch und Kaufmänner. Gold, 470 Gulden, Alter. Na, schon nice. Auch auf jeden Fall. Einer reicht hier oben tatsächlich, weil Tabak können wir nur hier mitnehmen. Und halt Eisen, aber Eisen gibt hier nicht so viel. Tabak ist hier das, was wir haben wollen. Schauen wir weiter aus. Die Schiffe kommen auch so langsam an. Jetzt ist natürlich hier jemand gespawnt. Ich möchte aber nicht, dass die Truppen angeschlagen sind, wenn ich ehrlich bin. Oh, weg mit dir, sag ich. Tschüss. So, wie viel Platz haben wir noch an Truppen? Genau 3, das passt. Perfekt. Nächste Runde rein, du hast auch eine volle Armee. Kommst bitte immer noch weiter runter. Ich weiß gar nicht mehr, wo du... Es ist so unglaublich. Bis hierhin solltest du gehen. Kannst du aber gerade nicht, warum auch immer. Müssen wir also nächste Runde einmal genau drauf achten. Das ist alles super soweit. Ihr, sie... Mal hier die Armee des Königs und so fortbilden. Das ist diesmal wirklich der König. Die Art des Kulas Yerevan wird belagert. Akkor sind wir theoretisch bereit. Komm, wir ziehen den schon mal runter und dann gehen wir mit Gaza gemeinsam los. So, du kannst dich mal bitte beruhigen. Gaza, Akkor. Ne, gleich hast du genug Truppen wieder. Und hier bauen wir weiter öffentliche Gebäude, weil es nötig. Ikonium, kann ich Sachen herstellen? Noch nicht. Brauchen wir auch schon mal ein bisschen was. Das Schiffchen ist bereit, um halt endlich mal diese Armee hier rüber zu ziehen. Meine Herren, ist sie da schon lange. Zack. Ab nach Rhodos. Ja, Ungarn hatte noch viele Schiffe rumfahren, aber ganz ehrlich, das hilft ihnen halt am Ende des Tages auch nicht mehr. Ich kann aber dieser Armee halt einfach mal weiterlaufen. Ist auch schon ein bisschen angeschlagen, ne? So ganz fit sind die Truppen auch nicht. Wir haben generell hier noch sehr, sehr viele Generäle. Und viele Einheiten eigentlich rumstehen. Ja, ob wir überhaupt noch so viele brauchen. Ich glaube, die neuesten können wir jetzt alle mal rüberschicken in die neue Welt, ne? Rein theoretisch. Der ist auch neu. What? Die würde ich gerne auch schon mal rüberschicken. Aber ich habe mich gerade eben noch beschwert, dass die Leute so alt geworden sind. Kommst du wieder mit rein? Nicht du, ach. So, auch nach Bran. Und du gehst auch nach Bran, das meinte ich. Der Typ ist schon on the way. Ich sitze hier gerade noch was zu machen. Bestimmt nur, ich hab's bestimmt übersehen. Unten haben wir gemacht. Na komm. Die Schiffe fahren von alleine, alles gut. Okay, Kaffer wird jetzt belagert. Da sind wir ein bisschen, was heißt ein bisschen ready? Wir sind halt irgendwie ready, hoffentlich. Okay, wir werden abgefangen. Fuck, Jeff noch. Wenn da Elefanten drin sind, brauchen wir die Schlacht nicht machen. Da muss ich versuchen zu fliehen, weil das schaffen wir nicht. Es sind keine dabei. Also es ist auch nicht die Armee mit den Kanonen. Ich würde sagen, die probieren wir. Wir haben, ja, guck mal, alanische Kavallerie ist sowieso egal. Pistolenschützen können eklig sein, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Vor denen habe ich ein bisschen Sorge, die sind nicht ohne. Auch das hier oben hier, das ist halt krass. Aber wir haben auch krasse Einheiten. Für mich war jetzt hauptsächlich tatsächlich nur wichtig, dass die keine Elefanten haben. Bei Elefanten hätte ich Rückzug machen müssen. Wir haben jetzt ja schon einmal eine Schlacht gemacht auf offenem Feld gegen die Timuriden mit 2 vollen Armeen. Eine volle Armee wurde komplett vernichtet. Also gut wie komplett. Und die Verstärkung hat es auch gerade so geschafft. Also das war schon echt... Elefanten sind echt Gamechanger. Und das im negativen Sinne, weil ich halt keine habe. So.
Ja, ein bisschen dichter auf jeden Fall. So ist, glaube ich, okay. Oh. Dann nochmal hier bitte. Hier. Let's go. Wir sind so nah dran mittlerweile an den Gegnern. Okay, dass die sogar hier schon fast mit uns gleich aufstehen. Wir haben sehr, sehr viele Infanteristen dabei. Auf jeden Fall aufteilen. Machen wir einzeln einmal. Ich denke, das ist gut. Schnell auf jeden Fall. Nein. Oh. Oder mal laufen. Abkapseln. Abkapseln, wichtig. Da sind wir Profi drin. Abkapseln. Abkapseln, I guess. Scheiße, Dreck, Digga. Oh boy. Zack, 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 zack. Hier geht einiges jetzt ab. Ihr bekommt Hilfe von der Kavallerie. Die ist auf dem Weg, die ist auf dem Weg. Die ist auf dem Weg. Die wird schon helfen. Hoffentlich. Irgendwie. Ich weiß gar nichts. General geht weg. Das kann ich mir nicht erlauben, dass dem was passiert. Komm mit mir runter. Okay, hier haben wir gleich sofort Aufprall. Bam, Junge. Komm, Axtkämpfer. Die sind gut gegen Panzerung und so. Come on. Rauf da. Jetzt gerade läuft es gerade ganz gut, glaube ich. Ich glaube, wir sind gut aufgeteilt. Erster flieht schon, Feigling, Digga. Ernsthaft? Ja, ich weiß, du warst alleine gegen den Knödel da. Aber ganz im Ernst. Ja, das gibt einen Eindruck ins Klassenbuch. Generell gerade nicht so geil, ne? Da flieht schon wieder jemand. Ist das ernst? Runter. Er hilft damit. Wir brechen gerade nirgendwo durch. Die Timoren sind zu krass. Man muss es einfach sagen. Die sind nicht ohne von ihrer Moral her. Da fliegt der Nächste. Den Ansturm brauchen wir schon. Oh Gott, es fliegen zu viele. Es fliegen gerade richtig viele. Und das ist richtiger Scheiß gerade. Komm schon. Guck mal, nein, wir haben die umringt und die fliehen nicht. Irgendeine, so weißt du, sei es Portugal, Frankreich, Heilige Römisches Reich, ist egal. Die wären schon längst geflohen. Das ist hier komplettes anderes Ding einfach. Leibwächter. Auf den General rauf. Das könnte vielleicht noch die Hilfe sein. Dass wir den General uns holen. Weil das schaffen wir sonst jetzt nicht mehr. Guck mal, wie viele Leute fliehen. Das kannst du knicken. Gefühlt fliehen alle. Ich habe mich vielleicht auch zu sehr aufgeteilt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Holt euch den Leibwächter. Und das ist das Letzte, was ihr tut. Das könnte noch ein Gamechanger sein. Runter, runter, runter. Scheiße, ey. Gar nicht geil. Wo ist er? Wo ist er, Kollege? Der muss jetzt jede Sekunde fallen, das wäre wichtig. Da ist er. Nee, das. Doch. Ist er das? Nee, ist er, glaube ich, nicht. Alter, da kommen noch mehr schwere mongolische Reiter. Wir sind so am Sack. Ich sehe den General nicht. Da ist er. Mach den Idioten weg. Der darf weglaufen, oder was? Leute, das darf nicht passieren. Scheiße. Die sind alle wieder da. Runter, runter, runter. Ich weiß gar nicht, was euer Sinn und Zweck ist. Ich habe keinen Plan. Runden zurück. Erstmal so, wir brauchen erstmal die Konzentration. Wo ist er? Komm schon. Da ist er. Ja, der steht auch noch sicher. Oh, du Nichtskönner. Ja. That's it. That's it. Das war's. Ganz ehrlich. Das kann nicht wahr sein. Die Timurinen sind so stark, ey. Wir haben also deren Armee auf jeden Fall gut dezimiert, aber das war's auch. Alter, komplette Armee verloren. Und der hat noch die Hälfte übrig. Oh, GZ, muss man den ja auch dann lassen. GZ. Hat irgendeiner gespawnt? Oder zum Fehlgeschlagen, oder was? Achso, ja.
Oh, der wäre gar nicht so schlecht gewesen. Schade. Ja, fühlt sich nicht gut an. Na gut. Haben sie gut gemacht. Das kann man nicht denyen. Haben sie gut gemacht. Hier, du gehst mal wieder weg. Läufst da weiter. Kannst du gerne was gönnen. Im Buktu ist sicher genug gerade erstmal. Gönnen ein paar öffentliche Gebäude und so. Akkord ist wieder zufrieden. Wenn ihr jetzt hier Rebellen werdet, dann schwöre ich bei Gott. Dann werde ich euch auch jagen. Wir bleiben kurz mal hier, machen hier eine neue Armee fertig und laufen mit zwei vollen Armeen rüber. Die sollen komplett die ganze Wut des dänischen Reiches spüren, bin ich ganz ehrlich zu euch. Okay, Yerevan wird belagert, alles wunderbar. Ryazan, da kommt jetzt eine kleine Armee drauf zugelaufen. Was denn das für Truppen? Die habe ich noch nie gesehen. Hä? Können das die Timuriden machen, wenn sie ihre Städte ein bisschen ausgebaut haben? Jetzt mal gerade ohne Scheiß, ich kenne diese Einheiten nicht. Warte kurz. Die anderen kenne ich alle, ja. Türkmen, hier brennende türkische Bogenschützen, ja, aber die kenne ich nicht. Dieses Bild habe ich noch nie gesehen. Auch nicht bei den 1000 Guides, die ich gemacht habe. Die habe ich noch nie gesehen. Bin ich gerade voll krass irgendwie, weil ich dachte eigentlich, ich weiß alles über das Game. Das überrascht mich gerade selber extrem. Okay, krass. Ich bin gerade irgendwie voll perplex. Ich dachte halt wirklich, ich weiß alles. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hä? Wie kann es denn sein, dass nach so vielen Jahren Medieval ich noch irgendwelche Truppen finde, die ich noch nicht gesehen habe? Dafug? Ich habe nichts mehr zu sagen. So. Okay, hat man Halütsch tatsächlich abgelassen. Das ist ein Problem. Die Armee soll nach Kiew laufen. Hier dauert es auch noch ein bisschen, bis die Armee los darf. Du gehst nach Bran, das habe ich schon gesagt mit dem Kollegen. Ihr werdet einmal bei dir alle fortbilden. Ja, das wird kurz ein bisschen dauern. Du gehst nochmal drunter. Ich denke, das ist noch gut. Und du wirst tatsächlich aber nach Norden laufen, Kollege. Und du wirst... Ja, auch hier unten haben wir noch genug Siedlungen. Also unten gibt es noch ein bisschen was zu tun. So. Nächste Runde würde ich sagen, gibt es auch Ungarn nicht mehr. Wie gesagt, immer noch, ne, tiefsten Respekt. Die haben lange durchgehalten. Ja, aber das war's auch. Können wir mal auflösen. Brauchen wir nicht mehr. Haben eine große Flotte, das reicht jetzt erstmal. So viele Einheiten müssen wir jetzt auch gar nicht hin und her schiffen gerade.